Ich glaube, ich brauche genau 5 Quarz, lol. Wofür? Für den, das Echolot. Ja. Achso, ja, ich auch. Deswegen habe ich extra gerade eine zweite gebaut. Das dauert mir aber ein bisschen zu lange. So, dann werden wir das hier aufbauen und dann werden wir... hier nochmal gut Kohle und Erze rausholen. Das ASAP. Holy shit, Alter. Es ist so mächtig, dass man so viel Standardarbeitskraft in seinem Konto hat. Mhm. Unglaublich. Das ist echt ziemlich geil. So, nächste Route ist on the board. Was haben wir hier jetzt? Eisenvorkommen. Hier kann ich upgraden, glücklicherweise. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ihre Majestät ist nicht zugegen, nur für den Fall, dass Sie selbiges zu hoffen wagten. Ich muss jetzt von allen Inseln die Eisenressourcen runterprügeln, das ist unglaublich. Das jetzt gemacht? Hier, ne? Genau. Bella Curry. Tja, und da brauche ich auf jeden Fall schon wieder eine neue Clipper. Obwohl... Und dann muss ich sie einkaufen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste gleich als nächstes, als Überbrückung. Ich kaufe jetzt erstmal keine Hopfen ein, sondern Eisen. Oh mein Gott. Ich denke, das ist in Ordnung. Und dann brauche ich mehr Aufträge. Weil Hopfen transportiere ich ja so oder so noch. Hm. Okay. Erwarten neue Horizonte. Alles bereit. Ruder übernehmen. Wo ist denn die fleißige Biene?
Darauf sollten wir einen trinken. Sind unterwegs. Ich glaube, da war nur noch einer, der gefehlt hat. Ne? Die Lager sind voll. Was führt sie zu uns? Auf ihren Befehl. Kaschen, hat jemand Interesse an frischer Eier? Das ist jetzt die klipperfleißige Biene. Rücken. Was? Fleißige Biene. Seepferd. Nehmen. Okay. Ah, darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Oh. Perfekt. Das heißt, ich kann direkt... Alter, ich habe einfach ein Level bekommen, gerade zufällig. Danke. Nice. Ja, perfekt. So, meine das heißt... White Lady hier ist schon ein Prachtstück. Das Neueste vom Neuesten. Weiße Haie hingegen durchstreifen die Tiefen der Meere schon lange vor uns. Zack. Oh mein Gott, ich hab's gerade noch so gewuppt. Okay, das heißt, Eisen sollte jetzt eigentlich gut reinkommen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Jetzt gucken wir mal, was produzieren die hier jeweils? 12. Okay, ich glaube, ich kann Eisen rausnehmen jetzt. Kohle bin ich mir noch nicht ganz sicher. Gleich wieder da. Der Hopfen. Alter, ich habe hier so viel Hopfen und ich produziere nur 13. Das ist insane. Weil die so groß sind. Das heißt, das muss ich alles importieren. Ui. Das war jetzt wild. Warum ist denn der Chat jetzt so groß? Okay, das Exportmodul war extrem wichtig. Kohle ist, glaube ich, auch noch meh. Aber Eisen sollte jetzt klar gehen. Besonders, wenn wir das auf jeder Insel rausziehen. Also Kohle brauchen wir... Haben wir hier nicht noch Kohle? Ach nee, wir haben hier keine Kohle. Hier baue ich oben ab. Du brauchst halt hier keine Arbeitskräfte, du kannst halt einfach nur, du brauchst nur die Materialien. Das heißt Holz und Steine. Was halt super gut ist.
kein Grund zu übertreiben, aber danke. Es ist halt jetzt eine Menge Einkommen, was genutzt wird für die. Wir haben uns aus der Gosse geholt. Für die. für die ganzen Ressourcen. So. Wieso kriege ich die ganze Zeit neue Einflusspunkte? Was läuft bei dir auf der Insel? Ja. Das ist die Antwort. Ah, du hast einen Touristenhafen gebaut. Der ist schon länger da. Ich glaube, das kriegen wir gewuppt. Kohle ist entweder voll oder Eisen kriegen wir gewuppt. Das kriegen wir gewuppt. Das ist okay. Bier ist fragwürdig. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, deine Schiffe warten aber auch immer so ein bisschen, wann sie ran dürfen. Bei meiner Hauptinsel sind eigentlich keine Wartebereiche. Was? Doch, ich hab die eben da stehen sehen. Erwarten neue Horizonte. Hä? Da gibt's doch zwei Piers. Ja, aber... Also, nee, eigentlich ist da nur... Mehr. Warte mal. Jetzt gerade ist nur einer verfügbar. Sind die ganzen Verladekaie nicht auch verfügbar? Nee, Verladekai beschleunigt nur... Aber der hat einen eigenen Andockstation. Nee, Verladekai nicht. Anlegestelle ist das von der Speicherstadt, was du dafür brauchst. Davon kannst du aber auch so 7 Stück bauen und dann können auch 7 Schiffe gleichzeitig anlegen. Aber Verladekai beschleunigt nur den Übertrag von Gütern. Klotzen statt kleckern. So ist's richtig. Als Verladekai sowieso bauen, aber nur um die Geschwindigkeit reinzukriegen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ah, Beryl mal wieder. Naja. Anlegestelle it is. So, okay. Ich denke, das kriegen wir gewuppt. Sie hat hier wieder eine... Das gibt's ja gar nicht, Alter. Flotte bereit. Die Alte will einfach auch aufs Maul. Stillgestanden! Der Admiral! Sie warten auf... Warum baue ich das eigentlich so schön, wenn ich sowieso nicht den Platz habe, um das symmetrisch zu machen? Scheiße ist das. Boah, der Schoner hat heute wirklich keinen guten Tag, glaube ich. Was? Noch nicht, einer noch. Flotte bereit. Die wollte ich eh loswerden. Flotte geht auf Fahrt. Bevor uns noch das Kanonenfutter ausgeht. Der will, die will immer Geld so von mir für einen Waffenstillstand, als ob sie komplett. Also. Ein Rost in oh Gott, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ah, sie schließen sich der Gerechtigkeit. Ich nehme jetzt einfach das mal mit. Aber das hier wollte ich.
umwandeln. So, ein Echolot habe ich. Gut. So, jetzt habe ich ein Echolot. Neue Befehle? Was kann ich jetzt damit machen? Du kannst es anschalten, indem du es draufklickst, nachdem du es ausgerüstet hast. Okay. Und dann solltest du schon einen Unterschied bemerken. Ja, das pinkt dann so. Genau, und da fährst du dann hin. Cool. Genau, und das gleiche mache ich jetzt auch. Und das Coole ist, dass ich noch die weiße Flagge habe. Das heißt, mir kann eigentlich nichts passieren. Das stimmt. Schiff vom Stapel gelaufen. Das ist tatsächlich sehr cool. Schiff vom Stapel gelaufen. Kleiner Ölhafen, wir brauchen hier ja Ressourcen, fällt mir gerade. Warte mal. Hier brauchten wir ja Stahl. Achtung, ist das hier angekommen? Admiral anwesend. Kran anhalten. Hier. Abdrehen beginnen. Sind unterwegs. Achso, hier ist dann was. Und dann tauchen. Ah, cool, sogar mit Animation und so. Ja, Mann. Und dann 20 Schrott. Okay, cool. Abdrehen beginnen. Cool. Es mangelt an Arbeitskraft. Kaschen, hat jemand Interesse an frischer Eier? Halb O. Habe ich hier nicht schon den Dings gebaut? Nee. Jetzt kann ich. Okay. Stillgestanden, Herr Admiral. Oh, Frage geflogen. Ei. Mehr Schrott. Cool. Und diesen Schrott gibt es in unterschiedlichen Rarities. Erhöht die Chance, Artefakte zu finden. Taucherglocke für Raritäten. Wendemanöver. Habe ich auch noch so eine epische Meeresbiologin. Nice. Direkt mitnehmen. Ja, die habe ich schon. Stillgestanden. Schiff unter Beschuss. Kran anhalten. Ich weiß gar nicht, welche DLCs man unbedingt haben will. Ich finde halt Cap Trelawney halt sehr geil, um sich mal komplett auszubauen, weißt du? Also das ist halt so ein... Sind unterwegs. Die meisten DLCs haben wir ja noch gar nicht richtig gesehen. Hochhäuser zum Beispiel. Genau, Skyscraper kommt noch. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Faire Sache. Hier, die Schlüssel. Aber ich werde immer noch hier sein, in gewisser Weise. So, warte mal. Ich brauche eine... Setz die Segel! Ich brauche mal. Was wir aber schon gesehen haben, was richtig gut ist, ist die Speicherstadt. Ja, die Speicherstadt ist insane. Also dies muss. Neue Befehle? Mhm. What? Ein legendäres Item in einem. In was? Warum hat die ein legendäres Item hier drin? In die Takelage! What?
Du hast ein Legendary Item befahren? Ja. Beeinflusst Dampfschiffswerft. Ermöglicht das folgende Schleuse auf poryphorischer Schlachtkreuzer. What the fuck? Ist das? Ach, der. Ja, das Schiff ist nicht so geil. Du kannst den ganz gut benutzen, um ihn auf Expeditionen mitzunehmen. Neue Ziele? Ich brauche. Was? Oh, hat die Klinge? Steuermann! Das sollte eigentlich reichen dafür. Genau. Schick dir was los. Und jetzt muss ich halt einen Öltanker bauen, glaube ich, ne? Um sowas zu transportieren. Um Öl zu transportieren? Mhm. Ja. Yes. Sind auch eigene Arten von Routen, wenn du das Routenmenü aufmachst. Schiff vom Stapel gelaufen. So, und jetzt muss ich Dampfmaschinen bauen. Schiff vom Stapel gelaufen. Dampfmaschinen. Ach du Scheiße. Kupfer, Zink. Na ja, dann los. Die Waffenruhe wurde beendet. Okay. Ticker hat diese eine, also diese Insel ist halt einfach. Wir rauben den Berg einfach. Es ist nicht anders zu benennen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Irre. So, Zink, Kupfer, das heißt, wir bauen hier das erste Ding hin. Ich habe hier gerade bei Eli ein für 75.000 gibt dir ein Drittel Öl zurück bei Achtung, Kraftwerken. Admiral, also hast nur 30% weniger Verbrauch von Öl, falls du den haben willst. Hab ich den schon? Warte mal kurz. Hab ich schon. Okay. Ja. So. Neue Befehle? Abdrehen beginnen. Zum Horizont. Ball drehen. Zum Horizont. So. Also das mit den Bergen ist mega cool. Da ist echt so eine Art Minigame drin, ne? Ja. Das ist ziemlich lustig. Man kann sich dann auch so Schatzkarten looten oder halt kaufen von Nate. Und dann siehst du so Insel-Shapes mit einem Kreuz halt, wo der Schatz verborgen ist. Und dann suchst du auf der Karte raus, wo das sein könnte. Und fährst dann dahin. Ist auch sehr geil. Okay.
Bin ich etwa zu eifrig? So. Okay, ich würde erstmal eine Pause machen, Alter. Das klingt super. Weil, schon wieder sehr... Ja, wollen wir auch nicht übertreiben, ne? Genau. Wir suchten eh total rein. Ja, Mann. Kannst du nicht vorstellen. So. Okay, Leute. Sky, wir sehen uns morgen. Jo. Und wir sehen uns auch morgen. Vielen Dank fürs Vorbeigucken. Vielen Dank für die ganzen Subs und Resubs.